Blade. I have. Okay. Let's see what lies this way. Da würde ich sagen, gucken wir, ob wir diese. Was liegt hier in der Kohlegrube? Geld versteckt. Dass wir diese Ebene noch abschließen. Ich hoffe mal, dass es hier eine Treppe gibt nach oben. Oh Gott, noch mehr Adrakäfer. How may I help? I'd be glad to. Und hier ist die Haupttreppe. Yay. Ritual der ungezähmten Wildnis. Oh, auch gut. Ah ja, gut. Da ist die Haupttreppe. So, das ist jetzt gerade ein Quicksave gewesen. Mal gucken, können wir die Falle entschärfen? Ja. Die auch? Nein, die nicht. Hi. Aztec Word and Rock. So, fackeln wir die schon mal ein bisschen ab. Okay, das war keine gute Idee. Kana, wir brauchen Drachen. Ach so, das ist ein Vampir wieder. Okay, das war riesiges Autsch. Oh, selbst hier unten ist eine Photonkanone. Die Runen und Gravieren aus dieser vertrauten Maschine sind natürlich gut erhalten. Die Maschine selbst bleibt intaktlos und leblos. Hope that helps. Hey, Rastvorräte, sehr schön. Noch einmal hier unten rasten möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Look there. Kann
Kann ich die Falle entschärfen? Ja. Okay, noch ein Vampir. Habe ich irgendwas, was Schutz macht? Okay, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Oh, Alof ist auf Nahkampf eingestellt. Friends. That's it. Lava will be off. I shall deal. I'm here. Das war irgendwie eine Falle oder so, was wir gerade aufgelöst haben. Weil wir waren gerade etwas versteinert. Nur eine gute Pistole. Yes. So, noch ein Vampir. Hier. Lava will be on seat. Okay, Duens ist isoliert. Was ich nicht so gut finde. So, der Vampir ist weg. Kana hat niedrige Ausdauer, das können wir ja schnell ändern. As you said. So. I'm here. Hello. Hello. Das ist so das Hauptproblem, was man mit Vampiren haben kann. Und da ist sogar noch einer. Yeah. Das ist mal ein Fernkämpfer, der Vampir. Hi. Nee. Du nicht. Du sollst die Waffe wechseln. Lavaru, Kion, Sisha! Okay, niedrige Gesundheit Durens. Das ist auch nicht gut. That's not what I meant by trying others. Yes? Hi? So, Kana sollte nicht zurückschießen.
Haben sicherlich wieder einen Haufen Fallen. Nice and quiet. Oh, hier ist auch was drin. Okay. Also ja, langsam wird's kritisch. Oh Mann, hier scheint noch ziemlich viel zu sein. Deswegen würde ich sagen, da ich keine Lust habe, jetzt nochmal Rastvorräte zu verbrauchen, würde ich sagen, wir nehmen die Haupttreppe nach oben. Was sagt unser Bau? Wie viel haben wir schon? Oh, die ersten 3 Stunden sind schon rum. So, gucken wir mal kurz. Wir sind jetzt auf Ebene 8. Hier, wo die Hand ist. Wir haben das mit den Elementaren. Das mit den Untoten. Hier waren die Xaurips und der Drache. Und ja, hier sieht man auch gut die Opfergrube. Von hier oben führt sie bis hier runter. Ich mag die Details an der Karte sehr. Ja, und hier ist die andere Hand. Also hier haben wir eine Hand, da haben wir den Kopf. Zwischendrin haben wir den Teile des Körpers. Irgendwann kommen wir an den Füßen an. Also ja, 12 oder 15 Ebenen waren es, die Cat Noir hatte. Und auf Ebene 15 wartet der Adra-Drache auf uns. Ich werde aber auf jeden Fall Ebene 8 noch fertig machen, bevor ich jetzt Cat Noir verlasse. Allerdings will ich auf der einen Seite jetzt hier oben rasten, einfach weil wir die Abkürzung haben. Will gucken, was der Tyrann uns zu sagen hat. Better indeed. Besser in der Tat. Ich glaube, Alof ist froh, dass wir wieder hier oben sind. Wenn ich einen Moment ihrer kostbaren Zeit stehlen dürfte. Nebenbei, ich habe schon lange nicht mehr geguckt. Also noch habe ich nur positive. Fürst Bringenweih, ich habe viel von Ihnen gehört, Fürstin Talisa. Sie wissen offenbar, wie man Ergebnisse erreicht. Ich würde gerne eine Angelegenheit mit Ihnen besprechen. Ich würde zur Vorsicht raten, mein Fürstin. Fürst Bringenweih hat den Ruf, einem Mann von brutalem Gemüt zu sein. Manche würden ihn grausam nennen. Du hörst die sanfte Stimme der Buffet in deinem Kopf. Also gut, ich höre zu. Du rufst deine Verbündeten zusammen und bedeutest, dem Bittsteller vorzutreten. Oh. Wir halten den Hof ab. Als Herrscherin über Cat Noir haben sie gewiss schon mit vielen Störenfrieden zu tun gehabt. Leider, die sie stürzen wollten, in ihr eigenes Land hinab, in ihr eigenes Leid hinabziehen. In meinen Landen gab es einige Zwischenfälle. Unruhestiftender Pöbel. Es ist was aus dem Ruder gelaufen. Sie weigern sich zu arbeiten, sie bedrohen meine Wachen, sie verbreiten diesen Unsinn. Sie würden ungerecht behandelt werden. Es ist ja nicht so, als würde ich sie nicht bezahlen. Jedenfalls fürchte ich, dass sie nicht nachlassen werden. Die Lage wird nur noch schlimmer, wenn ich ihnen keinen Einhalt gebiete. Es könnte etwas unschön werden. Ich dachte, es wäre besser, sie zunächst um Rat zu fragen. Was genau sagt dieser Pöbel? Ach, das Übliche. Bringenweih verschränkt die Arme. Dass sie den Lohn für ihre Arbeit nicht erhalten würden. Dass ich sie zu grob behandeln würde. Sie sind faul, Fürstin, das ist alles.